Das nennt Omi immer spekulieren. Aber jetzt, wo der Speck ins Spiel kommt, weiß ich auch nicht genau. Na, Speck ist jetzt erstmal Wurst. Versteht ja keiner, was die Erwachsenen so sülzen. Hallo Melinda. Oder darf ich Melli sagen? Guten Morgen, liebe Bewohner. Es ist Sonntag, der 5. April 2020, 11.10 Uhr hier auf LPM Island. Heute gibt es eigentlich keine erwähnenswerten Neuigkeiten, deshalb nur etwas zur Jahreszeit. Habt ihr heute Morgen auch Kirschblüten in der Luft gesehen? Einfach zauberhaft. Schade, dass es sie nur so kurz gibt, aber vielleicht ist das Teil des Zaubers. Ach, noch etwas. Gibt also doch Neuigkeiten, erzählen mir nix, ne? Ich habe allen Nutzern der App für Bastelanleitung eine Anleitung für ein Picknickset geschickt. Packt euch etwas Essen ein und genießt es unter den wunderschön blühenden Bäumen. Einfach so. Wie keine nennenswerten Neuigkeiten, ich habe einen Haufen Arbeit, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Erzähl mir nix, ne? Das geht schon, ich betrete mein Haus, ich verlasse mein Haus und schon habe ich hier 1000 Sachen, die ich machen möchte. Gucken wir, ernten wir doch mal unseren Briefkasten. Der wird geerntet. Wir haben ein paar Geschenke bekommen von Jacqueline. Wer erinnert sich? Let's Play Mario Party 10. Und seit dem letzten Part kam da ein bisschen was zusammen. Das ist dieser Standardtext. Hat mir KK Calypso geschenkt. Und ich weiß nicht, was da dabei war. Geld! 50.000 Sternis von Jacqueline. Danke! Dann haben wir von Nook Shopping. Ich habe den Mundschutz gekauft. Die KK Filmmusik, da bin ich sehr gespannt. Die Akademie des schönen Hauses. 28.000 Punkte. Wunderbar. Die Bewertung deines Hauses hat 20.000 Punkte überschritten. Nicht nur Grund zum Feiern, sondern auch für dieses Präsent von Seiten der ADSH. Akademie des schönen Hauses. Ja, gibt halt zwei. Ich sag mal, wo du dich drin anlegst. Die Sternewertung, was die Insel angeht. Und dann die Akademiewertung hiervon. Und jetzt noch zwei Geschenke von Jacqueline, wo ich nicht weiß, was drin steckt. In die Tasche. Ihr dürft mir bestimmt früher oder später auch mal auf die Insel folgen. Da werde ich mal mich in aller Ruhe schlau machen. Wir kriegen da schon community-mäßig was zusammen auf die Beine gestellt. Da mal keine Bange. Nur das hat Zeit. Und ich werde eure Inseln besuchen. Ne? Das möchte ich auch nochmal dazu erwähnen. Das muss ein Bronzeabzeichen von der ADSH. Weißchrysanthemen. Wir haben neue Blumen bekommen. Ja, nice. Und Gelbchrysantheme. Okay, das ist hier dann die Filmmusik und der Mundschutz. Der war ja auch billig, ne? Der Mundschutz war ja billig. Ich lasse jetzt aber sogar meine Brille auf. Oh, man. Da geht sogar beides. Ja. Geht sogar bei. Jetzt kann ich nicht mehr umklicken. In dem Moment. Dann lassen wir ihn für den Moment auf. Aber ich will ihn nicht dauerhaft tragen, keine Bange. Man weiß nie. Es sind harte Zeiten. Ne? Das sind halt wirklich schwere Zeiten. Für die Musik brauche ich jedoch aber auch einen Plattenspieler. Moment, den können wir uns craften. Das ist wichtig. Und da sitzt ein Vogel auf dem schwarzen Brett. Das heißt, da muss was Neues draufstehen. Hier ist das Picknick-Set. Das sieht aber echt gut aus. Kirschblüten müssen wir dafür sammeln. Das können wir doch auch tun. Hier, das da zum Beispiel. Das ginge. Bautlot-Set, Weichholz, Eisenerz. Das Bautlot-Set war wiederum das hier. Ganz viel Weichholz. Ja, da können wir uns mal craften. Wir machen uns mal schnell eine Anlage. Und legen die gute Musik ein. Ja, das ist der Plan. Weil hier ist es noch ein bisschen still. Ich habe zwar das Radio, aber das funktioniert nicht, wie ich hörte. Bronzeabzeichen. Geht das hier irgendwo dran? Ja. Lassen wir da dran. Die Filmmusik platzieren. Die steht jetzt hier einfach mal kurz rum. Genauso wie KK Calypso. Das war mehr so ein Testgeschenk. Ich habe die Sternis voll. Hier sind noch 7000, deswegen ist da... So ein Ding. Die Wasserpumpe. Ach so, naja, ja. Was ich auch mitbekommen habe, das habt ihr mir bestimmt auch dann in die Kommentare geschrieben. Und zwar, meine Blumen habe ich zwar so aufgebaut, aber die können sich überhaupt nicht
vermehren. Ich wusste ja nicht, ob die sich verbinden oder so. Werden sie gleich nochmal gießen. Machen wir am besten direkt. Da muss um die herum Platz sein. Weil die neuen Blumen um die herum erscheinen. Das sind immer so kleine Details, die ich nicht riechen kann. Eventuell, ich glaube, ich habe die oberen gerade nicht erwischt. Immer so ein paar kleine Details, aber jetzt haben wir es. Ich werde das so gestalten, damit ihr da Bescheid wisst. Hier in dem Garten, ich werde natürlich den Zaun wieder aufziehen und so weiter und so fort. Wir können vielleicht die Pumpe auch mal beiseite tun, dass sie nicht allzu weit wegkommt. Ihr war ja hier in der Mitte. Wir werden hier die fertigen Blumen hinstecken. Oder quasi die Ergebnisse unserer Zuchtbemühungen. Wer zur Hölle bist du? Ach, die Rübentante. Die Rübentante. Hier haben wir jetzt auch noch nichts vernommen. Weiter. Das dauert noch ein bisschen, denke ich. Nichtsdestotrotz brauchen die alle um sich herum ein bisschen Platz. Wenn der nicht da ist, wird es schwierig. Jetzt, wo wir das angesprochen haben, weiß der Bescheid. Ich möchte das einfach mal kurz umsetzen. Das ist alles Baustelle hier. Es geht erstmal ums Machen. Bevor wir das... Ich weiß auch nicht, bevor wir das... versuchen umzugestalten und zu verschönern. Wisst ihr, wie ich meine? So. Ach, da ist ja auch schon die Türken... War das nicht die, die wir schon hatten? Nee, Knospe. Das heißt, die ist schon neu. Haben wir das hier? Okay. Ach, guck mal. Der war ja auch... ganz gute. Ja, ja, das war der 10.000er. Rüben. Wollen wir uns mit Rüben beschäftigen? Halli, hallo. Ich heiße Jorna. Ich helfe meiner Oma Sigrid dabei, ihre selbst angebauten Rüben zu verkaufen. Jeden Sonntag bin ich hier und biete Rüben an. Ich hoffe, du schaust regelmäßig bei mir vorbei. Ach, ich bin so doof. Ich soll doch nicht so direkt fragen. Dann kauf doch keiner. Omi hat mir oft genug erklärt, was ich sagen soll. Also, wie war das nochmal? Hey, weißt schon, wie der Rübenmarkt funktioniert? Das ist was voll Interessantes. Ich denke, ich kenne das Grundkonzept, aber da ich dich zum ersten Mal sehe, erzähl. Puh, los, Jorna, kein Lampenfieber. Also, Rüben sind leckere Gewächse, die voll toll in Eintöpfe passen oder in Gemüsepfannen oder... Ach, Moment, nicht die von uns. Omi sagt immer, die von uns sind zum Handeln da, nicht zum Essen. Wobei, mit dem richtigen Gespür fürs Timing machen sie dafür dein Sternikonto schön dick und prall. Soll ich weiter erklären? Alles klar. Also, wo war ich jetzt nochmal? Ach ja, der Sinn von unseren Rüben ist folgender. Man kauft sie, wartet, bis sie mehr kosten und verkauft. Das nennt Omi immer spekulieren. Aber jetzt, wo der Speck ins Spiel kommt, weiß ich auch nicht genau. Na, Speck ist jetzt erstmal Wurst. Versteht ja keiner, was die Erwachsenen so sülzen. Nipp und Schlipp kennst du, oder? Wie kaufen die Rüben dann wieder ab? Soll ich weitermachen? Ja, sie kommt nicht auf den Punkt. Gut, jetzt kommt das Allerwichtigste. Hör gut zu. Ja, dann weißt du Bescheid. Die Rüben soll man nämlich nicht zu lange behalten. Nach einer Woche werden die nämlich faul. Wenn du also welche von mir kaufst, musst du sie vor nächsten Sonntag wieder verkaufen. Wichtig. Sonst Matsch. Und Omi sagt, gematschte Rüben sind das Schlimmste, was es auf der Welt gibt. Bis auf eines. Die ganzen Stellen, die bei der Matscherisierung verloren gehen. Das ist das Allerschlimmste. So, fertig mit der Rüben-Story. Im Moment kostet eine Rübe 110 Sternis. Ah, da machst du auch schon wieder Verlust. Also es geht ja ungefähr um die 100. Am besten unter 100 kaufen, hätte ich gesagt. Über 100 wäre ein Gewinn. Es kann natürlich auch viel höher gehen, aber ich bin nicht im Rübengeschäft. Ich sag's euch, wie es ist, ja. Da mögen einige drauf schwören. Wie ist da eure Meinung? Ich finde, man wartet da oft vergebens. Natürlich gibt's auch hier und da mal einen Jackpot, ja. Aber das ist einfach nur... Das ist, ihr seid doch alle geldgeil! Sagt der, der die Vogelspinnen auf der einsamen Insel gefarmt hat. Ja, wie soll ich sagen?
Eure Meinung? Oder legt ihr mir das nahe? Ich meine, man kann ja einfach nichts. Da muss man halt auch wieder aufs Glück hoffen. Das hat ein bisschen was von der Lotterie. So, ich bin jetzt ein bisschen aus dem Konzept. Was wollte ich denn? Weichholz? Erz? Ich glaube, das war es im Großen und Ganzen. Damit ich mir eine Anlage crafte, das muss halt auch mal sein, dass wir ein bisschen Musik hören können. Na doch, ich war richtig. Da haben wir Weichholz. Ich nehme mal mehr als genug mit. Das technische Know-how, wie man so eine elektrische Anlage perfekt zubereitet. Zubereitet vor allen Dingen. Ne? Das haben wir uns natürlich auch natürlich angeeignet. Ist ja ganz klar. Ich meine, es gibt noch mehr verschiedene Radios. Anlagen. Boah, das war auch, als ich so 12 war. Ich hatte so eine dicke Anlage mit so riesen Boxen. Ich habe die nie benutzt, die waren Deko. Aber hatte ich. Ja, so war das damals. Die Bauklotzanlage ist fertig. Hallo, Libelle. Dann gucken wir doch erstmal, was hier steht. Und zwar, vielen lieben Dank dafür. Wenigstens ist mal was auf dem Brett drauf, ne? Angelturnier demnächst am Samstag, den 11. April, findet ein Angelturnier statt. Die besten Angler winken tolle Preise. Wer Lust hat, einfach mitmachen. Toi, toi, toi. Melinda. Das klingt gut. Ich wollte aber sowieso mal angeln. Ich glaube, das machen wir auch vor dem 11. April nochmal. Im großen Stile die Rute ins Wasser schmeißen. Die Frage, die ich mir jetzt stelle. Ich glaube, ich sollte hier die Anlage hin tun. Wisst ihr warum? Hinten ist zwar auch sehr schön. Ich könnte noch zwei Anlagen machen. Aber nein. Hier läuft das Radio. Zu meinem Bedauern. Nichts wie weg hier. Das Weichholz, vom Weichholz her würde es halt in die hintere Ebene passen. Ich möchte aber, dass hier vorne Musik läuft. That's the reason. Du kannst die Laterne einfach mal hier hinstellen. Da kann man keinen Flipper mehr spielen. Dann stell die Anlage doch mal hier hin. Ach, come on. Steh nicht so weit davor. Oder ist die so gigantisch? Wollte doch sagen. So. Ihr weiß jetzt die konkreten. Wartet mal. Hinzufügen. Okay, Filmmusik und Calypso. Wir hören mal rein. Klingt nach wahrer Kunst. Ist immer so ein geschenkten Gaul. Schaut man nicht ins Maul. Aber jetzt wird's interessant. Wie schon mal erwähnt, klare Anspielung an Star Fox. Star Fox 64 Cover. Und ich bin gespannt. Definitiv. Auch die Auswahl, ne? Ganz links, das soll Falco Lombardi darstellen. Bei KK bin ich mir nicht sicher. Aber es ist vermutlich der Frosch, ne? Peppy Hare. Well, ein Hase wäre natürlich. Achso, da ist ja ein Hase. Und der Affe. Das ist der Abtrünnige. Der. Wie heißt der? Pigma? Filmmusik nennt das, aber. Das ist Star Fox. Na gut, hören wir das erstmal. Für den Augenblick. N1, Leute. Oh. Wir haben zu wenig Platz. Wir sollten noch mal Sachen abbezahlen, hätte ich gesagt, oder? Lass mal pflanzen. Chrysanthemen, da muss ich mal schauen. Weiße und gelbe. Wie das mit denen genau war. Also quasi hinter meinem Haus. Haben wir hier. Alles. Der Platz wird ein bisschen knapp. Wenn der Platz nicht mehr gegeben ist, müssen eben die Bäume weichen. So ist es hier. So sind wir dabei. So, ich habe jetzt keine Ahnung, ob die zusammengehen oder nicht. Aber ich möchte jetzt einfach mal, dann hauen wir einfach mal rein. Und gießen die erstmal nicht. Und ich mache mich bei Zeit mal schlau.
Ich will die auch erstmal vollständig haben. Neun Stück. Meine Blumen sind natürlich das eine und alles, hat man gehört. Die schönen Bäumchen, ne? Bloß nicht den Geldbaum abhacken. Aber ich würde es ein bisschen koordiniert haben. Wie gesagt, erstmal nur so. Wartet mal ab. Zum Ende des Let's Plays, das noch hoffentlich sehr, sehr fern liegt, wird das viel, viel anders da aussehen. Ich glaube, den letzten kann ich mir auch guten Gewissens behalten. Ne? Das ist, denke ich, mal eine gute Sache. Na, Weißchrysanthemen. So, dann fangen wir uns doch mal unsere... Das geht. Eine Kirschblüte. So schön und so vergänglich. Ein Leben im Jetzt. Das ist ja sehr tiefgründig mal wieder. Kann ich die eigentlich durch Schütteln des Baumes provozieren? Ja. Weil, das sind nicht die. Da fallen schon welche runter, aber die kann man nicht einsammeln. Ach ja. Sind sie doch ein bisschen seltener als zunächst vermutet. Dann werde ich das einfach im Auge behalten und ich kriege schon 10 Stück zusammen. So, hier steht doch schon irgendwas. Nee, Moment, kann ja gar nicht. Wir müssten... Oh, Orangen sind da. Wir müssten erstmal... Da müssen wir mal grübeln. Jetzt nicht lang, wir gucken mal schnell in der Schneiderei rein, ob es da was Neues gibt. Jetzt habe ich meinen Satz und meinen Sinn vergessen. Wir müssten erstmal warten, ob am Campingplatz der liebe Axel mal auftaucht. Aber das hätte uns Melinda zu Beginn des Parts schon gesagt. Wir kommen in der Schneiderei, wir verkaufen Mode. Aber jetzt wird es ja noch epischer. Also die Brillen, die überschlagen sich ja an Epicness. Eine Pixelbrille. Das war bei Just Dance, ne? Da war irgendwie so... War das Just Dance oder was für ein Spiel? Da war mal irgendwo so eine Brille dabei. Und da haben alle gesagt... Also der Ardo, der liebe Ardo hat's aufgehabt und haben alle gesagt, eine Minecraft-Brille. Und dann so gesagt, nee, ist von Just Dance. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, hier gibt's nicht alle Ritt was Neues, oder? Das ist es... Aber doch, sind neue Sachen dabei. Also ich tue gut daran, ab und zu mal reinzuschneiden. Hier so in grün auch noch. Man sollte nicht die erstbeste kaufen, sondern erstmal hier gucken. Merke ich mir für die Zukunft. Wobei Rot natürlich unserem LPM-Rot ziemlich nahe kommt. Bis bald, bis dann und ciao. Okay. Steuern wir doch mal. Guck mal, ich hab eine Brücke. Steuern wir doch mal auf den Campingplatz zu. Was ist das eigentlich da? Soll das eine Wolke darstellen? Ich hab was ganz Komisches ganz oben am Rand gesehen. Dachte erst, es wäre ein UFO. Das wäre doch was. Das wäre doch was Neues, oder? Da kommt so ein knuffiger Animal Crossing-Außerirdischer rein. Er landet dann und sagt, kannst du mir bitte helfen? Ich habe meinen Antrieb verloren. Das können wir machen. Das passiert doch glatt. Das wird doch glatt funktionieren. Kirschen erblühen auch wieder. Campingplatz ist leer. Das Beste. Ja gut, dann würde ich sagen Stein-Action, okay? Nummer 1.
Sachen loswerden, weil ich viel zu viel dabei habe. Ins Lager. Können wir verkaufen, sammeln wir. Ins Lager. Ins Lager. Ins Lager. Das kriegen wir eh gleich ohne Ende. Du kommst wieder zurück. Die hebe ich mir noch auf, man weiß ja nie. Ins Lager. Anemonenfisch. Au ja, das hat mich geärgert, dass ich zwischen den Parts halt mal einmal geangelt habe und da war wirklich ein neuer Fisch dabei. Der Anemonenfisch, der Nemo. Es tut mir leid. Kochoutfit. Ja, heben wir auch erstmal auf. Medizin. Ja, komm, müssen wir nicht die ganze Zeit rumschleppen. Ich kann nicht ins Lager. Interessant. Der Seilzaun, wie gesagt, ihr kennt das Unterfangen und das Vorhaben. Und jetzt sammle ich die Sachen vom Stein ein. Wurde alles eingesackt und das hier gab der zweite Stein. Nichts Erwähnenswertes bei Nummer 3. Dafür ist hier der Geldstein. Und ganz oben da noch. Okay. Dann werden wir durch und da ist noch was auszugraben. Auch wenn die Eier diese Grabstellen halt ein bisschen overusen. Aber ich bin betrunken und treffe sowieso nicht. Macht aber so keine Witze. So. Oh, das muss sein. Er tut Not. Ich schätze, wir haben auch keine Reserve. Naja. Ich wollte ja lieber zu Hause gucken, bevor wir da irgendwas anderes machen. Aber zuvor würde ich vorschlagen, wir bezahlen das jetzt. Ich habe wieder genug Geld und wie gesagt, die Infrastruktur ist mir echt wichtiger, als mein eigenes Haus auszubauen. Weil das kommt immer noch. Die Baumstammtreppe. Immerhin 204 haben sie uns beigesteuert. So viel wie möglich. Ich habe ja noch die Säcke. Weißt du? Oder? Sind die Säcke jetzt auch weg? Verstehe. Es reicht noch nicht ganz, aber vielleicht, wenn ich gleich ein paar Fossilien verkaufe und so. Wie viel fehlt noch? 16.600. Also ein bisschen... Könnte sogar knapp werden. Schade. Okay, dann lagern wir erstmal Stuff. Ganz kurz in die Ecke. Ach, da waren wir schon heute, ne? So, ja... Gut, ihr habt recht, heute ein verdammt ruhiger Tag. Aber ist ja auch ein Sonntag. Ne? Ist ja auch ein Sonntag. Ich leg jetzt den Stein, Lehm und Eisenkram in mein Lager. Und schau dann auch mal, ob wir noch was anderes haben. Ach Mann. Ach Mann. Eine Schaufel. Hier ist ja sogar eine. Ablegen. Du immer mit dem Ablegen. Warum ist die Option? Warum ist sie im Haus? Naja, man weiß ja nicht was. Man kann ja sein Haus auch mit Eisenerz schmücken. Jeder wie er möchte. Ich gucke trotzdem mal eben, ob wir noch mehr, welches Werkzeug wir haben, weil ich vergesse sowas schnell. Jedenfalls keine... Ja, Gießkanne, Schleuder, Steinachs, Angel. Die Musik ein bisschen leise, ne? Aber es gibt noch mehr. Wir kaufen schon noch mehr Soundtracks. Ich würde sagen, wir müssen sogar Schleppernepp ein bisschen mehr abkaufen. Nicht, dass die den Ladenausbau zurückhalten.
Also ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber ich halte halt, ich möchte halt erst die Infrastruktur haben. Nennt das Bequemlichkeit. Da oben muss man jetzt wirklich nicht unbedingt so wichtigerweise hin. Das ist schon, habt ihr recht. Jetzt habe ich kein Geld mehr, ne? Irgendein Denkfehler. Ich muss von meinem Konto was abheben. Ich hab was auf dem Konto. Arg. Ja, der Geldbaum ist noch wichtiger, ne? So kriegen wir die Sache schneller in den Griff. Ja, okay. Ich muss schon sagen, dieser Part ist heute nominiert für einen der unspektakulärsten Parts des Jahres. Animal Crossing. Hast geschafft, ne? Aber wir haben auch einige Parts produziert. Die letzten Wochen. Darf man mir auch nicht übel nehmen. Meilen. Warte mal, ich brauche dringend Money, Alter. Kontostand. Der maximale Betrag. Hätte ich gesagt. Dass wir vielleicht noch 6.000 hinbekommen. Durch den Verkauf von Fossilien oder so. Wartet mal ab. Wartet mal ab. Ja, nehmen wir auch wieder. Ah, nicht über die. Nicht über die Blumen. Der Weg jetzt wirklich kürzer war. Nicht wesentlich, hätte ich gesagt. Was? Ich muss dafür eh eine Schaufel in der Hand haben. So. Ich komme wieder. Ich komme wieder. Freunde, die Zeit vergeht wie im Fluge. Den zweiten der zwei Parts des heutigen Sonntags gibt es im nächsten Part. Und vielleicht gehen wir da ein bisschen angeln. Haben wir schon ewig nicht mehr. Also, seid dabei. Würde mich sehr freuen. Bis dann und ciao.